Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, ein neues Video und heute geht es mal um das Thema Erfolg mit der eigenen Persönlichkeit. Und ja, heute möchte ich dir einfach mal oder möchte ich dazu einladen, einfach mal einen Blick mit mir in mein Notizbuch zu werfen. Und ja, und ich möchte gerne einfach mal zeigen, warum es wichtig ist, in sich selbst zu investieren und warum du mehr Erfolg hast, wenn du in dein Wissen, in deine Ausbildung investierst, wenn du in deine eigene Persönlichkeit investierst. Und deswegen, ich lade dich einfach an, komm mit in mein Notizbuch, wir sehen uns gleich. Ciao, ciao. Ja, willkommen zurück hier in meinem Notizbuch, beziehungsweise hier siehst du eine Seite aus meinem Notizbuch. Und wie schon angekündigt, geht es ja um das Thema Erfolg durch die eigene Persönlichkeit. Und gerade ganz kurz, warum ist es so wichtig, dass du an deiner Persönlichkeit arbeitest, dass du in dich, in deine Persönlichkeit investierst. Es ist ganz einfach so, dass der Erfolg parallel zu deiner Persönlichkeit wächst, du kannst nur das weitergeben, was du in dir hast. Und in der heutigen Zeit ist es so, dass die nächste Geschäftschance, der neue Milliardenmarkt, der ist eigentlich nur ein Klick entfernt. Und wenn heute jemand mit dem Gedanken spielt, ein neues Business zu starten oder was dazu zu verdienen, und mal angenommen, du bist im Network Marketing und hast diese Chance, dann bist du zunächst mal einer von vielen. Und wenn du aber dich durch deine Persönlichkeit, durch deine Ausstrahlung, durch deine, ich nenne es mal deine Attraktivität auf die Person gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kannst, dann ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil und die Person wird dann wahrscheinlich eher bei dir einsteigen, wie bei einer Person, wo sie nicht so ein gutes Gefühl hat, Und deswegen ist einfach die Frage, die du dir in einem zweiten Schritt stellen solltest, welche Persönlichkeit muss ich denn sein, um in der Sache, in der ich erfolgreich sein will, auch erfolgreich sein kann, welche Person will ich sein, welches Ziel will ich eigentlich erreichen und welche Eigenschaften und Gewohnheiten muss ich denn dazu entwickeln? Und dann ist ja auch noch so das Thema Glaubenssätze, helfen mir die Glaubenssätze, die ich in mir habe, dabei, mein Ziel zu erreichen, oder gibt es da in mir drin welche, die meinen Erfolg sabotieren, Das kannst du ganz einfach machen, indem du dich einfach mal hinsetzt und einfach mal aufschreibst, was so in dir hochkommt, und dann siehst du sehr schnell, welche grundlegenden Gedanken du über dich hast und welche du auch ändern solltest, damit es für die Zukunft, dass du eben Glaubenssätze für dich installierst, die die dich eben zum Ziel bringen. Wie das geht, da findest du auf meinem Blog auch noch weitere Artikel zu dem Thema, und wenn du Fragen hast, dann nimm einfach Kontakt auf, dann im dritten Schritt ist, dass du einfach klar wirst, nach welchen Regeln willst du leben, wie soll dein Spiel laufen, mit welchen Menschen willst du zusammenarbeiten und mit welchen nicht, fixiert es klar, macht es deutlich, schreibt es auf, damit du wirklich genau sortieren kannst und sagen kannst, nein, das ist nicht, da geht's nicht nach meinen Vorstellungen, und so möchte ich das Ganze nicht haben und so möchte ich es haben, damit du eine klare Vorstellung davon bekommst, wie willst du leben, wie willst du arbeiten, nach welchen Werten, nach welchen Richtlinien. Und im vierten Schritt ist es einfach ganz wichtig, dass du dein Warum erkennst, und da gibt es oder jeden Erfolgscoach, den du eigentlich so hören kannst, die gehen alle nach dem gleichen Muster vor, die empfehlen dir zunächst mal die Ziele aufschreiben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mach dir bewusst, was du willst, und dann überprüf das Ganze auch, willst du das wirklich, willst du das Ziel wirklich erreichen, gibt es da vielleicht Widersprüche, heben sich Ziele gegenseitig auf, neutralisieren die sich, stehen die in einem Widerspruch, sind deine Ziele zum Wohle aller, oder schadest du Menschen damit? Sind deine Ziele realistisch? Das ist immer so ein Punkt, da kann man drüber streiten. Deswegen auch der nächste Schritt, sind die Ziele hoch genug? Die einen sagen, setz dir Ziele, wo du niemals glaubst, dass du sie erreichen kannst. Andere sagen wiederum, setz dir Ziele, die für dich realistisch sind. Und ich denke immer, dass die Mischung aus beiden machst, indem du, dass du dir kurzfristige, mittelfristige Ziele setzt, die realistisch sind, aber auch langfristige an deiner Vision arbeitest, dass du rauskristallisierst, wo will ich denn, was soll mein Lebenswerk sein? Und das darf natürlich dann ruhig auch, über deinen bisherigen Horizont dann auch hinausgehen. Und dann geht es einfach darum, visualisiere das am besten täglich. Sieh dich, als wäre das Ziel schon erreicht, als würdest du schon dieses Leben leben, das du dir erträumt hast. Und wenn du so nach diesen vier Schritten vorgehst, dann hast du ein gutes Gerüst. Und ich hoffe, ich konnte dir damit auch weitergeben, warum es wichtig ist, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Du alleine machst den Unterschied. Menschen steigen nicht in irgendeinem Unternehmen ein, wegen der Produkte oder wegen dem Marketingplan, sondern die
steigen in dein Unternehmen ein, weil sie, ja, weil sie mit dir zusammenarbeiten wollen, weil sie bei dir das Gefühl haben, dass du sie weiterbringen kannst, dass du ihnen dabei helfen kannst, ihre Wünsche und Ziele ja gemeinsam eben zu erreichen. In diesem Sinne, enjoy it, hab Spaß, ja, glaub an dich, mach dein Ding. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.